Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitchy und heute wieder mit unserer Bau-Challenge. Dieses Mal kommt die Malice auch wieder mit einem Sub reingesprungen. Ja, Coco Jumbo, ah, ja, yeah. Malice, danke schön für dein Geschenksub. Danke, danke, meine Liebe, an die Ella Melone. Dankeschön, Malice. Genau, heute bauen wir das, also ihr zeigt mir euer schönstes Ferienhaus auf Solani. Wir hatten zwei, drei Voraussetzungen. Voraussetzung war das Grundstück Pracht des Riffes, das ganz oben links in Solani. Da sollte das Haus gebaut werden und es soll, wie gesagt, so ein Ferienhaus sein. Der Rest habe ich euch komplett überlassen und natürlich ohne Custom Content, damit ich auch alles sehen kann. Das war die Challenge-Herausforderung. Und ja, man muss wirklich sagen, ich habe schon ein paar gesehen, weil ein paar schon im Discord ihre Bilder gepostet haben und da waren schon wirklich richtig schöne dabei. Und man kann teilnehmen, indem man sich für 10.000 Flauschis, das kriegt man bei Twitch durch Zuschauen, kriegt man solche Punkte, das nennen sich Flauschis bei uns. Mit 10.000 dieser Flauschis kann man sich dann ein Ticket holen und teilnehmen. Und ich aktiviere das gleich, dann können sich die ersten 5 schon mal ein Ticket holen. Und wir gucken einfach, wie viel wir in der Zeit schaffen. Wir wollen so 1 bis 2 Stunden jetzt diese Challenge machen, eher so 2 Stunden. Und danach werden wir die Disney Legacy spielen, da gibt es dann praktisch ein zweites Video dazu. Und da ich live bin auf Twitch, ihr habt es ja gerade schon gesehen, werde ich auch viel mit dem Chat quatschen, weil mir das immer ganz wichtig ist, dass wir ganz viel interagieren miteinander. Und ich würde sagen, let's fetz. Ach so, genau. Und ich verlinke euch alle Teilnehmer nochmal in der Infobox. Dann könnt ihr gerne in den Galerien jeweils nachschauen und auch die Häuser runterladen. Jo. Und nicht wundern, meine Haare sind heute ganz fusselig. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir lieben Fussel, also ist okay. Gut, let's go. Marlene's Joke, guten Morgen und Serenas, guten Morgen. Dezember-Mami, guten Morgen. Claude, guten Morgen und Javea, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Malice, ey, du Nudel. Du bist eine Nudel. So, und zwar hier oben soll das Haus stehen. Ich werde jetzt das erstmal abreißen. Genau, und ich habe gerade eben angekündigt, dass wir das zukünftig auch so machen werden, dass das schönste Haus, egal bei welcher Challenge, wir machen das jeden Samstag, dass das schönste Haus fest in der Welt stehen bleibt. Das heißt, das Ferienhaus, was mir persönlich dann am besten gefällt, wird auch direkt in der Legacy verwendet. Und auch generell, wir pimpen ja gerade diese ganze Stadt hier, die wird dann auch ja, benutzt sozusagen. Da freue ich mich richtig drauf. So, eine Nudel hast du zu fressen, gern. Ja, das stimmt, ich liebe Nudeln, gell? TT, guten Morgen. Und Simsfriend, guten Morgen. Emily, danke schön, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Linda, hallo, schön, dich zu sehen. Und Leni, guten Morgen. Und Kati, guten Morgen. So, seid ihr bereit? Dann schalte ich ein, dass ihr jetzt euch ein Ticket kaufen könnt. Alle ready. Hör ich ein, ich bin ready im Chat. Sonst aktiviere ich es nicht. Wenn ihr nicht ready seid, aktiviere ich es einfach nicht. Nee. Ich muss wissen, dass ihr ready seid, Leute. Ja? Ready, ready? Oh, okay. Sind wir ready? Ja? Ja? Okay. Ja? Doch. Ja? Hm? Ja? Okay. Herzklopfen. Ready, 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 go. Okay. 3. Achso, jetzt muss ich erstmal finden. Moment. Wie viel haben wir eingestellt? Wir machen wieder 5 und wenn ihr, also wir machen jetzt erstmal 5 Leute können sich ein Ticket holen. Es kann aber sehr gut sein, dass ich dann noch ein zweites oder ein drittes Mal aktiviere. Je nachdem, wie viel wir schaffen, so bis 12:30. 3, 2, 1. Jetzt. Sehr schön, meine Lieben. Sehr, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar, wunderbar. Dann fangen wir einfach auch nach der Reihenfolge an. Mal ganz kurz gucken, ob mir die Reihenfolge jetzt hier auch so angezeigt wird. Rocker. Ja, perfekt. Dann fangen wir oben an mit Rocker Roxy. Sind wir Risiko und heiraten 4 Wochen vor dem Bindungstermin? Alter, Jenny, das ist risky, ey. Das ist risky, girl. Aber warum nicht, ne? Warum nicht? Rudi, hallo. Und Julchen, hallo. Ich hab's nicht geschafft. Dann nächstes Mal. Nächstes Mal. Oder vielleicht schaffen wir es ja später nochmal 1, 2 freizuschalten. Ja? Vielleicht schaffen wir ja noch 1, 2.
Ich meine, wir könnten auch theoretisch mal eine Challenge 2 Wochen ziehen, so ist es nicht, aber ich würde sagen, wir starten jetzt. Boah, mir wird echt warm mit der Sonne da, ne? Ich muss das mal runterfahren, Leute. Ist ja schön, dass da Licht reinkommt, aber mir wird echt warm, ey. So, uff. Ich mach's später wieder hoch, aber es ist jetzt echt ein bisschen warm geworden. Okay, meine Liebsten, dann machen wir mal Starti hier. Und zwar Nutella, die trinke ich mal noch einen Schluck, ne? Stößchen. Jojo, hallo. Und Ina, hallo. Sehr schön, Lina. So, also, wir gucken nach Rona Sternchen. Okay. Upsa. Rona Sternchen. Upsa. Nein. Oh, wow. Oh, du hast hier richtig viel in der Galerie. Oh, Modern Family. Mhm. Oha! Das ist ja voll der Turm, ey. Ist auch schön. Green Beach House. Ist es das hier? Ferienhaus. Das gefällt mir. Das ist sehr, sehr schön. Ist es das hier? Ja? Okay. Ja. Bin ich ja mal gespannt, du. Jojo Karlchen, hallo. Oh, wow. Oh, aber wartet mal. Wir müssen erstmal hier alles zumachen. So. Seid ihr bereit? Leona, guten Morgen. Und Alisa, guten Morgen. Okay. Also, ich konzentriere mich jetzt mal aufs Häuschen. Oh, da kriege ich direkt Bock auf Urlaub, ne? Oh, das sieht schon richtig schön nach Urlaub aus. Wow. Auch mit den ganzen Pflanzen, das gefällt mir super. Also der erste Eindruck ist schon mal sehr Urlaubsfeeling-mäßig. Alleine schon wegen den ganzen schönen Pflanzen. Hast du Debug verwendet eigentlich? Lia sagt, sie will dahin Urlaub machen. Oh, Dinolein, da musst du gleich die Koffer packen. Und Clampy, Morning. Oh, Victoria, gib mir eine Sekunde. Ich gratuliere dir gleich, okay? Wir machen ganz kurz die Roomtour fertig, damit ich dem gerecht werde. Und dann gratuliere ich dir sehr, sehr gerne mit einem Lied, okay? Warte kurz. Hallo, Lotte. So, dann gehen wir mal rein. Auch cool, dass hier draußen die Garderobe ist. Ist ja in Solani, kann man das ja auf jeden Fall machen. Und dann kommen wir rein. Oh, da ist eine Leiter, okay. Oh ja, okay, das ist ein bisschen eng. Aber das ist dafür sehr gut gefülltes Haus. Es ist ja kein riesiges Haus hier. Ein super schöner Essbereich. Richtig viel Holz und trotzdem wirkt es nicht irgendwie erdrückend oder so. Sehr, sehr schön. Ramio, hallo. Wir haben heute die gleiche Bluse an. Nee, echt jetzt? Schöne Küche. Eine einfache Küche, keine riesige Küche. Reicht aber auf jeden Fall zum Kochen. Schöner Ausblick natürlich beim Kochen. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Auch hier cool mit der Stufe, die du benutzt hast. Und diese Wandpaneele. Ach, das ist eine Schiebetür, ne? Ach, wann ist dann da noch was dahinter? Ah, was? Ach, krass, da ist noch eine Waschkammer. Das ist für einen Urlaub natürlich auch praktisch, ne? Dann kann man da gleich mal ein bisschen Wäsche waschen und dann wieder anziehen. Super. Schöne Idee. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich ein WC, oder? Ach, hier ist ein Schlafzimmer drin. Ach, krass. Wahrscheinlich eher ein Kinderzimmer. Oder ist das ein Kinderbett? Ich kann es gerade von der Größe nicht einschätzen. Ist das ein Kinderbett? Wow, richtig schön, hey. Ja, ist ein Kinderbett? Okay, cool. Sehr schön. Meine Güte. Ja, gut, und hier ist ja Wahnsinn. Ja, Coco Jumbo, ah, ja, je, eo. Strickninja, vielen, vielen Dank an dein Geschenksab an Victoria. Victoria kriegt jetzt auch ein Geburtstagslied. Wir machen das Geburtstagslied und dann geht's genau an der Stelle weiter, okay? Also, Victoria, bist du bereit? Seid ihr bereit zum Singen für Victoria?
Happy Birthday to you. Happy Birthday, Victoria. Happy Birthday. Alles Gute, Victoria. Genieß deinen Tag. Ich hoffe, du wirst einen schönen Tag haben. Mann, Geburtstag, wie schön. Okay, also das ist natürlich mega schön. Hier auch mit dem Boot, ne? Da kannst du gleich rausfahren. Schöne Liegefläche. Also Stricklinia, vielen, vielen Dank für dein Geschenksab nochmal. Dankeschön. Und Honeycatcher, danke für dein Follow. Ich habe vorhin auch den Follow von Conny Cornetti übersehen. Tut mir leid. Hallo, schön, dass du da bist. Und Michelle, auch danke dir für dein Follow. 17.03. Michelle, hattest du gerade Geburtstag? So, okay. Super schön auf jeden Fall. Ich möchte auch nach Solani. Gell, Solani ist toll. Dann lass uns hier mal zusammen die Leiter hochgehen. Upsi, falsche Richtung. Die Türen sind wirklich toll. Oh, wow, was? Oha! Was ist das bitte für ein schönes Badezimmer? I love this Badezimmer. Das ist voll schön. Das ist voll schön. Das ist ja noch ein Badezimmer. Deswegen war unten nur eins. Macht total Sinn. Wow, das ist auch richtig schön geworden. Toll. Auch mit dieser Aussicht jedes Mal. Ich raste ein bisschen aus, gell? Ich ziehe ins Badezimmer. Ich brauche das in meinem Spiel. Ey, wirklich, wirklich schön gebaut. Wow, wow. Und das Schlafzimmer auch sehr, sehr traumhaft. Ne? So, oh, was ist denn das? Sehe ich das nicht, weil ich in der Dingscam bin, oder... Was ist denn das? Ach, wahrscheinlich so ein Pfosten, oder? Also, wow, einfach nur wow. Das hast du wirklich, wirklich schön gebaut. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich müsste halt ein bisschen umbauen, wenn ich mit der Family hierher gehe, weil wir ja gerade zwei Kinder haben, zwei kleine. In ungefähr 10 Tagen habe ich auch meinen Geburtstag. 10 Tage! Linda? Am 30. Oder in 9 Tagen? Guck mal, Sandra, das ist so sympathisch an dir. Viele würden sich nicht trauen, vor der Kamera zu singen. Du singst einfach drauf los. Ja, es hört sich auch ziemlich scheiße an, Honey, aber... Happy Birthday ist drin. Happy Birthday ist drin. Mehr nicht. Aber Happy Birthday ist drin. Da lasse ich mich nicht lumpen, Leute. Nichts, aber Happy Birthday schaffe ich. Okay, ja, das ist auch ein sehr schöner Balkon. Warum geht hier noch eine Leiter hoch? Ja, weil wir einfach noch eine Dachterrasse haben. Du hast ja echt an alles gedacht. Das habe ich gerade gar nicht gesehen, dass da noch ein Glasdach drüber ist. Mama, aber Sandra redet doch nett. Da rastet sie doch nicht aus. Tino Lai, wie geil, ey. Lia, du bist so cool. Weißt du das eigentlich? Ich hab dich lieb, Lia. Ich hab dich lieb. Bagira, hallo. Und Caro, hallo. Wie heißt das Grundstück? Pracht des Riffs, ganz oben links. Bagira, danke schön für deinen Follow. Danke dir. Mega schön, oder? Oh, Pferdezieher, da kann ich dir am Dienstag gratulieren, du. Singe ich dir am Dienstag ein Lied. Easy, hallo. Also wirklich, wirklich schön. Gefällt mir richtig gut. Sehr gelungene, also es ist auch ein super, super schöne Farbe für das Ferienhaus. Wie gesagt, jedes... Haus, das wir uns anschauen, ist schön. Jedes. Ich habe noch keins gehabt, was nicht schön war auf seine Weise. Jeder hat seinen Baustil. Jeder baut ein bisschen anders. Manche benutzen halt diesen Debug. Da kriegst du nochmal ein paar mehr Sachen an Bauelementen. Aber richtig, richtig schön. Sehr schön. Danke, Jenny, fürs Aufschreiben. Schaut gerne bei Rocker Roxy vorbei. Sie heißt Rona Sternchen in der Galerie. Und sie hat auch noch ganz viele andere tolle Sachen in ihrer Galerie. Sehr, sehr schön. Beach WG hast du noch drin. Huch. Yay, es hat endlich geklappt. In Sanedra. In oh, in Sanedra. Katarotte. 121. Wow. 121. Wow. Insane. 121. Wow. Just for S. Etriger Haarlu.
Hallo. Karotte, danke schön für dein Prime-Sub, meine Liebe. Tausend Dank für deinen Support. 4 Monate, danke schön. Danke dafür. Martha, hallo. Und Emily, hallo. Ah, geil, Tino, leider, ey. Ey, und irgendwann mag sie uns nicht mehr. Irgendwann sagt sie so, Mama, nerv nicht. Was will die Sandra überhaupt von mir? Susi, Morning. Schön, meine Lieben. Trolla, hallo. Und Bonnie, hallo. Also vielen, vielen Dank für dein schönes Haus. Es gefällt mir sehr gut. Hast du toll gebaut. Anna! Anna! Du hast jetzt einfach 3 Monate im Voraus gesubbt. Entschuldigung. Ich konnte nicht so schnell mit der Hand. Dankeschön, liebe Anna. Für dein Vertrauen in mich. Danke dir. Es freut mich sehr. Dankeschön. Ach Mensch. Danke, danke. Und Leni, it's Leni, willkommen. Danke für dein Follow. Okay, sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, next one, oder? Das tut mir leid zu hören, Luise. Tut mir leid. Natürlich. Auch Anna, dankeschön. Lia, guten Morgen. Okay, dann next one. Wir haben einfach 412 Subs gerade. Wir haben 412 Abonnenten auf diesem Kanal, Leute. Das sind so viele Menschen, die einen Sub haben bei uns. Craziness. Einfach nur Craziness. Next one ist Cat Rosie. Bist du da? Bist du da, Cat Rosie? Da ist sie. Könntest du dir mein Haus auch in circa 15 Minuten ansehen? Ich muss kurz weg. Alles klar, kein Problem. Dann mach mal einfach nächsten und dann frage ich nochmal, ob du da bist. Und wenn du dann nicht schreibst, gehe ich zum übernächsten. Und dann warte ich einfach einen Moment, ja? Kein Stress. Dann ist Ace Joker dran. Frau Grün. Wup, wup. Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ich glaube wirklich, der 2. Monat ist so der wichtigste Monat, weil dann sieht man, das war nicht, es war, ich weiß nicht, also gefühlt freue ich mich immer super über diesen 2. Monat, weil das dann zeigt, dass du dich beim 1. Monat nicht vertan hast. Weißt du, was ich meine? Dass du immer noch denkst, so, hey, hier ist ganz cool, ich bleib hier mal. Also vielen, vielen Dank, bedeutet mir was. Dankeschön. Und Freestyles, danke für dein volles herzlich willkommen. So, Ace Joker ist am Start. Nicey. Dann bist du als nächstes dran. Dann warten wir noch auf Cat Rosie, ist absolut kein Thema. Michelle, bei dir habe ich auch schon reingeschaut tatsächlich, als ich generell nach Häusern geschaut habe. Ne, habe ich, glaube ich, auch eins von dir platziert, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall habe ich bei dir reingeschaut. Ja, ich kenne das hier, Ach, du hast auch die Shell mitgemacht. Oh, schön. Mm. Auch schön mit der Veranda. Auch das ist auch süß. Süßes Häuschen. Pracht des Riffs. Das ist das hier. Oh ja, das ist auch cool mit den Balkonen. Das ist es, oder? Darf ich benutzen? Ja, da hast du vollkommen recht. Dankeschön, Frau Grün. Danke dir. Freestyles, Morning. Schön, dass du da bist. Und wo waren wir noch stehen geblieben? Was habe ich noch? Für mich ist der 12. Monat der wichtigste. Ja, 12 Monate ist natürlich auch ziemlich krass. Eigentlich ist jeder Monat krass, weil jeden Monat entscheidet man sich aufs Neue für den Streamer. Jeder Monat ist krass, aber 12 Monate sind schon nochmal eine Hausnummer. Das stimmt, das ist heftig. Der 2. Monat ist der wichtigste. Irgendwie schon, Ina, gell? Irgendwie schon. Fällt jetzt der 3. Monat ist genauso toll. Alles gut, Bagheera. Wie gesagt, ich habe vorhin, ich glaube, da warst du noch gar nicht da. Und du brauchst deine Nachricht nicht mehrfach schreiben. Ich sehe die normalerweise immer. Also ich versuche es zumindest. Für mich ist das genauso viel wert, wenn ihr mir folgt und hier seid. Weißt du? So, Tee. Tee habe ich nämlich auch noch am Stisi. Leite, Morning. So, weiter geht's. Schleichlulu, Morning. Seid ihr bereit fürs nächste Haus? Ich bin bereit. Ach so, wartet mal ganz kurz. Wie machen wir denn das jetzt? Ich muss mir mal Gedankennotizen dazu machen. Weil ich weiß dann wieder nicht mehr, welches ich...
Okay, wir gucken am Ende nochmal. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, als ich reingezoomt bin. Jenny, du schreibst die ja auch nach der Reihenfolge auf, oder? Dass ich weiß, dass das erste Screenshot das erste war von... Weißt du, was ich meine? Ja, oder? Weil dann schreibe ich nämlich einfach dazu Beach House 1. Ja, nach der Reihenfolge, perfekt. Okay. Guti, dann nächstes. Oh, ich sollte vielleicht auch die Beschreibung lesen, ha? Huh? Wahrscheinlich so bis 4, Sarah. Linguine, guten Morgen. Hast du schön ausgeschlafen? Deine Haare sind voll schön. Danke, Bagheera. Dankeschön. Lea, guten Morgen. Bin heute im Lurk. Welche Meeting lasse ich den Streamchen gehen? Oh, danke schön, meine Liebe. Dankeschön. So ähnlich, genau, ich hab's jetzt gemacht, Dino. Ich habe jetzt einfach einen Screenshot gemacht. Ich lese mal die Beschreibung durch. Ferienhaus für bis zu 8 Personen, sind aber theoretisch auch 2 getrennte Familienwohnungen. Ferienwohnungen mit jeweils 2 Schlafzimmern. Okay, bin ich mal gespannt. Also was mir hier jetzt direkt gut gefällt, ist der Steg. Das finde ich super schön, dass hier ein Steg ist. Das wirkt ein bisschen schwedisch, das Haus, oder? Am Juha, morning. Es wirkt ein bisschen schwedisch. Schöner Steg auf jeden Fall. Oh, mit dem Sprungbrett sogar. Oh, das ist wirklich schön. Jetskis, ein Boot, alles, was man braucht. Fräulein Mautz, guten Morgen. Ja, es wirkt schwedisch. Schön, ey, richtig schön. Mit dem Lagerfeuer. Ich würde sagen, wir fangen einfach unten an. An welche, Torbi? Weißt du noch? Hallo, Robben. Seestädt, ich hab's auch gerade gesehen. Gucken wir uns da nochmal an. Richtig Strandurlaub, total. Okay, eine sehr schöne Veranda. Wir gehen direkt mal rein. Oh wow, direkt einladend, wenn man hier reinkommt. Eine kleine Garderobe. Dann gehen wir erstmal hier rechts. Ah, da geht's nach oben. Okay, wartet mal. Also mein Lieblingsregal, absolutes Lieblingsregal. Anna, guten Morgen. Nochmal guten Morgen. Wir haben schon guten Morgen gesagt. Genau, okay, sorry, ich war gerade verwirrt. Und Hope, guten Morgen. Noch ein bisschen müde, weil ich eventuell bis 4 Uhr wach war. Nessie, das ist ein bisschen lang, findest du nicht auch? Also ein sehr, sehr schönes Wohnzimmer. Sehr modern auch. Und so stelle ich mir tatsächlich auch Ferienhäuser vor, ne? Viele haben ja dann diese offenen Regale, wo so ein paar Leihsachen drin sind. Auch schön hier wieder mit dem Podest gebaut. Sehr schön. Gehen wir mal hier rum. Oh nee, kenne ich tatsächlich nicht, Torbi. Auch ein kleines Gäste-WC, also unten ein WC. Auch das reicht allemals. Eine Dusche ist mit drin. Die Wandfarbe ist ein bisschen heavy für meine Augen, aber es ist halt stimmig, ne? Stimmig. Es passt gut dazu. Hallo Sophie. Cat Rosie, willkommen zurück. Dann bist du die Nächste. Das passt doch. Alles gut. So, dann gehen wir hier mal rein. Oh, schön, direkt das erste Schlafzimmer. Ja, schön. Das hat halt einen sehr klassischen, finde ich, Ferienhaus-Look und trotzdem ist es sehr wohnlich. Also hier könnte auch eine Familie leben für immer, ne? Also, schon schön. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und dann gehen wir jetzt noch hier drüben. Waren wir da jetzt schon drin? Warte mal, muss ich direkt nochmal schauen. Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Nee, waren wir nicht. Oh, oh, wow, 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 wow. Oha. Oh, das ist schön. Oh, mit dieser Nische, das gefällt mir richtig gut. Total, Emily, total. Ich fahre gleich zu Ikea. Oh, schön. Viel Erfolg dir, Nele. Vor 30 Minuten aufgestanden. Ach, Wahnsinn. Aktuell nicht, Hope. Aktuell nicht. Aber wir überlegen uns nach dem Stream direkt die nächste Challenge. Ah, schade, dass das so ein bisschen ins Regal reingeht. Aber sehr schönes Bett. Kann man die Dusche verwenden? Ja, sah so auf jeden Fall richtig aus. Und hier noch mein eigenes Bad. Oh, schön. Schön, schön. Natürlich cool, wenn die beiden ihr eigenes Badezimmer haben. Lina kommt später, hat sie mir vorhin geschrieben. Okay, okay, Daniel. Alles gut. Hallo, Lia.
Ist das No CC? Ja, ist kein CC verbaut. Wir gehen als erstes auf die Terrasse raus. Alter. Okay. Übertreib doch. Übertreib doch. Ace Joker, übertreib doch. Holy Macaroni, ey. Was ist denn das? Das sieht von vorne gar nicht so aus, dass da noch so viel kommt. Mel war genau. Ich bin geschockt. Thekla, hallo, der Liebe, hallo. Und Mimi, hallo. Ich habe euch vermisst. Wir dich auch, Thekla. Schön, dich zu sehen. Alter, das trifft's gut, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Wow. Alter, dieser Poolbereich. Ich raste aus. Wie? Das muss ich mir gleich mal genauer anschauen, wie du das hier gebaut hast, du. Wie kreativ ist das denn? Weiterleitstation, ja, ich glaube auch, Daniel. Ey, wie krass ist das denn? Von vorne kann ich das Haus auch noch nicht bauen. Ey, das ist, Joker, das ist der Wahnsinn. Ich habe sofort Bock, hier zu Urlaub zu machen. Wie geht das mit dem Pool? Wir gucken gleich mal, Lia. Wir schauen mal, ob wir das rausfinden. Einfach mal dekadent den Pool ins Meer gebaut. Einfach nur abgefahren. Wir gucken uns das gleich an. Und auch hier nochmal richtig schön mit dem zweiten Bereich. Wow. Okay, wir sehen jetzt zwar durch die Terrasse rein, aber da gibt es auch noch einen offiziellen Eingang. Und hier ist nochmal die Treppe, gell? Ja, okay. Wow, richtig schön eingerichtet. Stimmt, es sieht deinem richtig ähnlich, Dinoline, das stimmt. Oh mein Gott, guck mal, hier sind sogar zwei Kinderzimmer. Also zwei Betten. Und ein Bad bestimmt, natürlich. Oh mein Gott. Ja, Elternschlafzimmer, genau, das habe ich noch erwartet. Auch noch ein Badezimmer. Oh mein Gott. Sehr schön. Sehr, sehr schönes Ferienhaus. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Wir gehen jetzt nochmal raus. Merle, hallo. Ja, ich gehe mir jetzt gleich mal angucken, Ace Joker. Ich will mal wissen, ob ich das sehen kann, wie das gebaut wurde. Aber kannst du mir gerne mal ein Video schicken, ja. Ja, Hope, es gab ja von Sims letztes Mal ein kostenloses Update, wo ein paar coole Möbel noch dazugekommen sind. Vielleicht lag es daran. Also es sind auf jeden Fall, es ist kein Custom-Content, really. Also ich habe nochmal geschaut. So, warte mal, ich mache mal jetzt so ein Foto. Also, oh, Jenny, super. Das ist natürlich auch praktisch, das zu markieren, ne? Oh, ich krieg Urlaubs-Vibes, ey. Ich will unbedingt Urlaub machen. Beach House 2 Ace. Oh, so schön. Wie geht die rechte Treppe? Du kannst alle Treppen ändern, indem du sie zum Beispiel platzierst. Und dann hast du hier so einen Pfeil. Sims Kathleni. Und dann kannst du die so drehen, schau. Du kannst es sogar noch krasser machen. Guck mal. Du kannst so ein richtiges Treppenhaus draus machen. Oder hast du CC? Also ich habe ganz viel CC. Ganz viel CC. Aber jetzt gerade schauen wir uns hier die Base-Game-Häuser an. Also die nur mit den Packs gebaut wurden. Also wirklich mal mega toll. Was ist das? Das ist eigentlich nur ein Fenster. Okay, aber da war noch was gewesen gerade, ne? Was ist das hier? Ein Zaun einfach. Und dann hast du es einfach runtergesetzt. Nee, guck mal, bei mir geht es jetzt nicht runter. Oh, Entschuldigung. So. Richtig schön geworden. Finde ich eine tolle Idee, den Pool
also einzupoolen, so integrieren. Tja. Das Haus ist für 8 Personen. Ace Joker hat das Haus gebaut. Ich mitkomme in den Urlaub. Daniel, du kriegst dein eigenes Apartment hier oben. Können wir mal zum Steg gehen? Natürlich. Steg, es gibt Steg. Aus dem Keller heraus. Oh, das ist clever. Das ist clever. Ich muss da mal ein bisschen schneller wandern, weil der Weg wäre sehr lang. Richtig schön, hey. Schön, oder? Seestern, ja. Der ist da einfach, oder was? Ah, nee, das ist vom Debug. Debug, Lena. Debug benutzt hier. Aus dem Keller heraus. Ja, das glaube ich, wie gesagt, auch. Einfach mal den Pool zerstört. Entschuldigung, ich habe es wieder rückgängig gemacht. Upsi, dupsi. Upsi, dupsi. Ja, ja, total, Andi, total. Toll, toll. Ganz gut, Linguine. Dankeschön und deiner. Wie teuer ist das Grundstück? Das ist eine super Frage. 154.000 Grundstück mit Haus. Das ist schon ordentlich, ne? So, nächste. Ich würde sagen, Cat Rosie, wenn du da bist, würde ich mit dir weitermachen. Liefer, guten Morgen. In Simoleons in der Galerie. Oh, guck mal, du kriegst natürlich noch ein Like dafür. 149.000 vom Wert. Kannst du es ins Discord schicken? Vielleicht? Okay, Cat Rosie ist am Start. Dann machen wir doch da direkt mal weiter. Ich freue mich drauf. Rona. Rona. J. Okay. Oh, du hast auch die Shell-Challenge gebaut. Oh. Oh, wie schön. Du hast sie praktisch andersrum gebaut. War das die Shell-Challenge von... Das war die. Aber das hier war nicht da, glaube ich. Hast du hier was verändert? Ist doch egal, aber es sieht schön aus. Ist richtig schön geworden. Auch mit den Farben sieht es voll toll aus. Wowie. Wowie. Okay, wir wollen aber das Beach-House sehen. Oh, das ist auch schön geworden. Das wollen wir möbliert. Ich habe gar nichts verändert. Okay, ja. Ich habe es, ist ja auch schon wieder 3 Wochen her. Dankeschön, Joker. Supi. Supi, supi. Dankeschön, Thekla. Danke dir. Ich musste aber das Fenster gerade runter machen, weil die Sonne so reinscheint. Und dir, wie geht's dir? Hast du bestimmt schon geschrieben, ich habe es überlesen, ne? Becky! Hallo, ich habe gehört, ich habe den Hype-Train verpasst. Schade. Dabei magst du so gerne Züge. Schade. Es ist aber schön, dass du trotzdem da bist, Becky. Anni, hallo. So, nächstes. Oh, das ist auch so schön. Das ist richtig modern. Okay, das ist toll. Das ist ein richtig modernes Strandhaus. Okay, die Palme geht ins Haus rein, glaube ich. Da müssen wir mal gucken, ob die... Oh, wobei doch, das sollte passen. Wow, richtig schön modern. Bin ich gespannt jetzt. So, wartet kurz. Richtig schön modern. Hast du ausgeschlafen, Becky? Geht's dir gut? Mach das, Merle. Anni, geht's dir gut? Schön, guck mal. Komm mal rein. Oh, das ist ein schöner Eingangsbereich. Oh, ich liebe das Regal einfach. Das ist so schön. So ein schönes Regal. Wo ist der Briefkasten? Ja, kann ich gleich gucken. Ich glaube, das ist von dem von dem Schneeparadies-Pack. Und okay, die Wandfarbe ist natürlich Geschmackssache, aber sie strahlt auf jeden Fall Freundlichkeit aus. Da kann man nichts sagen.
Wenn die Challenge das sagt, Sarah, dann ja. Aber es sollte schon euer Haus sein. Also ich meine, ich kann das ja schlecht nachvollziehen, ob das jetzt euer Haus ist oder nicht. Aber es sollte schon von euch gebaut sein. Sonst wäre es ja den anderen gegenüber auch unfair. Okay, man kommt rein und ist direkt in der Küche. Ich finde das super schön hier. Gefällt mir gut mit der Küche, muss ich sagen. Es wirkt sehr einladend. Und dann kommt man schon in den Wohnbereich mit dem Absatz. Oh, schön. Kamin. Tolle Aussicht. Richtig schön. Ach, noch ein kleiner Schreibtisch hier. Was ist hier drin? Toilette? Ja. Oh, schön. Oh, es ist ein bisschen eng vielleicht. Aber es ist alles drin, was man braucht, ne? Man kann halt hier vielleicht beim Sitzen sehen, wie jemand Pipi macht. Aber es ist sehr, sehr schön freundlich und gemütlich. Wo ist der Tisch, wo der TV drauf steht? Schau ich gleich. Hallo Amelie, morning. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ist das auch No-CC? Ja, ist auch No-CC, komplett. Dann gehen wir auf jeden Fall als erstes mal auf die Terrasse raus, weil jetzt hier auch schon die Terrassentüre ist. Oh, sehr schön mit diesem Boden. Wunderschön. Ich liebe diese Glasplatten von Solani, vom Solani-Pack. Richtig schön. Ich finde es auch schön, dass du so viel Weiß genommen hast. Oh Mann, so schön. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da entscheiden könnte, muss ich ehrlich sagen. Viel Spaß! Hi, Guy, viel Spaß! Wenn man ein Haus aus der Galerie runterlädt und dann umbaut, wird das angezeigt. Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist los? Okay, dann gehen wir mal nach oben. Das könnte man das auch mit einer Shell kombinieren. Was genau, Tabia? Okay, dann kommen wir hier hoch. Oh, das ist ein schöner Treppenaufgang mit den vielen Fenstern. Super freundlich. Hier natürlich auch wieder ein schöner Ausblick. Ich finde es auch schön, dass du hier mit den Pflanzen gearbeitet hast. Das gefällt mir gut. Ach, direkt. Ach, man ist direkt im großen im großen Schlafzimmer. Schön. Richtig schön. Warte mal, war unten jetzt auch ein Schlafzimmer? Ich muss gleich nochmal gucken. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Oh, wow. Hast du da einfach Fenster platziert? Oh, wie kreativ einfach. Oh, wow. Das ist auch schön hier. Oha, voll kreativ. Ah, stimmt, Merle. Stimmt, stimmt, stimmt. Da sieht man es. Du hast recht. Wieso wird mir das jetzt gar nicht mehr angezeigt? Ach, hier würde das dann stehen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ha, schön. Das Ferienhaus mit der Shell kombinieren. Also wenn, nur wenn die Shell halt von uns ist, ne? Wir können ja nicht von irgendjemand anderem die Shell nehmen, aber wenn die Shell von uns ist, geht es, ja. Okay, und hier ist nochmal ein Badezimmer. Ja, das habe ich tatsächlich auch erwartet. Auch schön. Ich hätte das Fenster vielleicht ein bisschen anders platziert, weil so hängt es jetzt in der Dusche drin. Aber schön. Schön, 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 schön. Jetzt gehe ich nochmal runter. Das Schlafzimmer gefällt mir richtig gut. Ich gehe jetzt nochmal runter und gucke, ob unten noch ein Schlafzimmer war. Ich glaube, unten war nur... Was ist dann hier drin? Nur ein Badezimmer. Das heißt, hier passt ein Pärchen rein. Das klappt zumindest schon mal nicht für unsere Family, wenn wir... okay, aber das ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Du kommst hier hoch und siehst sofort die Badewanne. Das ist ein bisschen schwierig. Das hätte ich tatsächlich anders gemacht. Hätte ich vielleicht die beiden Fenster weggelassen hier an der Stelle. Samis, ja, hallo. Also zwei Kritikpunkte. Ich hätte das Fenster hier weggelassen, damit man nicht beim Baden zugucken kann, wenn man gerade kommt. Und mir fehlt tatsächlich noch ein Schlafzimmer. Weil wir haben ja gesagt, für vier Personen ungefähr. Da wäre es jetzt halt für unsere Family ein bisschen zu klein, leider. Optisch ist es wunderschön. Das sieht richtig schön aus. Echt ein sehr, sehr schönes, modernes Haus. Vor allem, was ich auch cool finde, ist, dass du hier diese Wandpaneele benutzt hast. Warte. Das finde ich super kreativ. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Also es hat so ein paar Punkte, die ich ändern würde, aber im Großen und Ganzen ist es ein wirklich super schönes, modernes Haus. Auch das hier mit diesen Fenstern, die du als Tür gemacht hast, super schön. Super, super schön. Noch diese Pflanzen hier mit dem grünen Bereich, gefällt mir. Einfach schön. Einfach schön. So, dann machen wir das hier noch mit rein. Das ist dann Haus Nummer 3. Von Cat Rosie. Schön, schön, schön. Danke fürs Zeigen. Da steht dann Original, das steht bei der Shell auch, dass das Original von dir ist. Ich habe es gerade gesehen tatsächlich, ja, als wir das andere Haus angeschaut haben. It's Teddy, hallo. Woher sind die großen, durchsichtigen Fensterwände? Wände, meinst du die da? Vom Nachhaltig-Leben-Pack. Der TV-Tisch, stimmt, Hope, sorry. Der TV-Tisch, wo ist er denn? Der hier? Der ist vom An-die-Arbeit-Pack. Ja, danke, Anni, ja. Und bei dir? Wie war es bei dir? Alles gut? No, mein Sub ist ausgelaufen. Noch hast du die Subs, noch sehe ich dein Emote-Badge. Dein Sub-Badge. Nee, wo der TV draufsteht. Ach so, Entschuldigung. Der weinende Kaffeetisch. Wo ist denn der? Der hier. Von dem Pack. Werde berühmt. Die Bibi, genau. Ich lerne das gerade, die Packs. Ich lerne gerade die Packs auswendig. Deswegen musste ich kurz selbst schauen. Ich war werde berühmt. Avocado, hallo. Ey, total, Torbi. Total, total. Ist richtig schön. Das Regal über dem Spiegel. Das Regal über dem Spiegel. Was denn für ein Spiegel? Meinst du das hier? Oder was meinst du? Das Regal über dem Spiegel. Ich weiß nicht. Was meinst du? Jackie, was meinst du? Ach so, das hier. Nachhaltig leben. Nachhaltig leben. Das kenne ich. Das ist super. Super, super, super ist das. So, next one. Die Wendestäbe, auch vom Nachhaltig-Leben-Pack, glaube ich. Ah, nee, vom City-Pack. Großstadtleben. Sehr, sehr schön. Toll, nächste. Wer ist dran? Cat Rosie Hammer, die Lena ist dran. Die Lena, warte mal, hast du ein Like gekriegt? Ja, Simf. Magda, das ist ein Mod, den habe ich in meiner Modliste verlinkt. Das ist ein Mod, den du dir einfach runterladen kannst. Ach ja, guck mal da. Oh, mit einer Dachterrasse. Es ist gebaut, die Shell. Oh, sieht schön aus, Lena. Oh. Okay, wir wollen aber das hier anschauen. Das ist ein Ferienhaus auf Solani mit für höchstens 4 Personen. Ich hoffe, es gefällt euch und könnt es gebrauchen. Lasst doch gern einen Kommentar da, wie ihr es findet. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Oh. So, dann schauen wir es uns doch mal an. Ich möchte noch mal kurz betonen, ich glaube, alle von euch haben bis jetzt auf dem PC gebaut, die ich mir angeschaut habe, oder?
Ich möchte betonen, dass die Lena an der Playstation baut, weil ich weiß, Lena, ich muss das jedes Mal dazu sagen, weil ich das einfach krass finde, wie viel du an der Playstation überhaupt bauen kannst. Weil ich bin jedes Mal so, was? An der Playstation, das kann man machen, okay. Pancakes und Rührei, oh lecker, Lisa, lass es dir gut schmecken. Und Stella, hallo. Am besten jede Maus. Einmal durch, Hummel, einmal durch. Das ist sehr, sehr schön. Ich frage mich nur gerade, wo die Haustüre ist. Bin mir gerade noch nicht so sicher. Ich glaube, da drüben, ne? Oh. Fortuna, morning. Schön, dass du da bist. Ah ja, hier ist die Haustür. Oh, schön, auch mit diesem Bootsding. Oh, schön, mit dem kleinen Tisch da an der Seite. So zum Frühstücken oder so, kann ich mir das gut vorstellen. Dann gehen wir mal rein. Okay, man ist direkt in so einem kleinen Wohnzimmerbereich. Oh, die Bilder sind ja toll. Oha, die kenne ich gar nicht. Oh, die Kommode macht auch viel aus, finde ich, ne? Ramnudel, hallo, wie geht's dir stets? Alles Gute bei dir. Schön. Oh, die Küche. Wow, die Küche gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann aber hier leider nicht dran sitzen, Lena, weil das eine kurze Theke ist. Da hättest du diese Bartheke machen müssen. Aber das kann man ja, das ist ja nur ein Klick. Sehr, sehr schön. Tolle Küche. Passt auch gut mit der Wand, muss ich sagen. Die benutze ich super selten, aber die ist echt schön. Do more of what makes you happy. Oh, schöner Spruch. Beach House. Was sind das für coole Bilder, bitte? Ah, hier ist das Hauptwohnzimmer. Verstehe, verstehe. Schön, vor allem der Riese. Oh, mit dem Aquarium auch noch. Oh, schön, schön, schön. Oh, krass, man kann in den Pool schauen von hier aus. Bilder sind aus der Galerie. Wie cool, ne? Also, das ist schön hier mit dem Poolbereich. Steffi, hallo. Ewig kein WLAN wegen dem Umzug. Oh mein Gott, ja, willkommen zurück bei uns. Schön, dass du wieder da bist. Fühlst du dich wohl in der neuen Wohnung, im neuen Haus, je nachdem, wo du jetzt hingezogen bist? Bist du zufrieden? Ach krass, warte mal. Wow, das ist ein Badezimmer einfach. Oha, was für ein riesen Badezimmer. Anni. Dankeschön für dein Geschenksab. Danke dir. Andamia, vielen, vielen Dank dir. Och Mensch, das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Ich will in diesem Haus leben. Oh, da ist schon schön. Mach das Einhornglitzer und hallo. Also sehr schönes Badezimmer. Richtig, richtig schön. Da wurde ein Waschbecken entfernt. Oh, warte mal, vielleicht liegt das aber auch nur daran, weil ich da so doof drin stehe gerade. Nee, war hier ein Waschbecken, Lena? Komm, da mache ich schon eins hin. Welches waren da? Vielleicht so eins? Nee, das sieht nicht so schön aus, oder? Will ich irgendeins hinmachen? Das hier vielleicht? Sehr schön. Für die kleinen Kinder der Hocker. Oh, das ist so süß, ne? Das ist so süß. Also gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, die neue Wohnung ist sehr schön. Bin mit meinem Freund zusammengezogen. Oh, Steffi, wie schön. Glückwunsch. Das freut mich für dich. Dann wünsche ich euch allzeit schöne Zeit. Ja? In der neuen Wohnung. Ah ja, hier ist die Treppe nach oben. Hallo, Anna. Morning. Na? Okay, dann gehen wir mal hier. Achso, warte mal, jetzt muss ich erstmal da die Dings machen. So, okay, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, schöne Aussicht, gell? Dieses Ding ist so süß, ey. Auch hier ein kleiner Sitzbereich.
Schlafzimmer. Ja, ja, ja. Wichtig, wichtig, wichtig. Die Bilder sind echt klasse, Lena. Schön. Was haben wir hier? Wahrscheinlich noch ein Badezimmer, hm? Oh ja. Ah, nein, Kinderzimmer. Oh mein Gott. Hier könnten wir mit die Mausis hingehen. Hier könnten wir mit den Mausis hingehen. Schön sieht es aus. Ich liebe ja dieses Bett vom Nachhaltig-Leben-Pack. Ich raste aus. Kann man schon die nächsten Tickets einlösen? Nee, noch nicht. Wir gucken gleich mal, wie viel wir noch schaffen würden. Und dann aktiviere ich es wieder, Millie. Da musst du ganz schnell sein, ja? Warte kurz, ich sag gleich Bescheid. Wir haben noch zwei, glaube ich, jetzt zum Anschauen. Oder noch eins? Nach Lenas noch eins. Und dann mache ich nochmal an. Sehr, sehr schön. Hier haben wir noch eine Terrasse. Oh, die ist auch cool geworden. Ach krass, da kommt man dann auf den Pool. Richtig schön. Ich finde es auch cool, dass du hier kein Glas gemacht hast, sondern dass du das zugemacht hast mit dieser Mauer. Einfach damit es ein bisschen ruhiger auch wird auf dem Balkon. Sehr schön, Lena. Auch tolle Aussicht. Ne? Dieser Infinity Pool ist schon schön. Sehr, sehr schön, meine Liebe. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Gut. Wollt ihr irgendwas wissen? Irgendwas gesehen, was ihr gerne wissen wollt, wie das heißt, woher das ist, von welchem Pack? Anni, Stößchen! Wie schön, Linguine. Greta, morning! Hast du im Kinderzimmer die Wickeltisch gesehen? Ich schau nochmal. Hä? Wo ist denn das her? Nee, Lena! Wie geht denn das mit der PlayStation, sag mal? Wie macht man das? Kann man da auch Objekte hoch und runter machen? Das ist ja crazy! Oder hast du das Möbelstück dann wo runtergeladen? Das ist cool, Lena. Das ist wirklich cool. Prost, danke. Surfbrett am Eingang. Das ist vom Solani-Pack. Verbote des Glücks. Nee, Vorbote des Glücks. Wow. Die Bilder, die sind tatsächlich aus der Galerie. Das müsst ihr Lena fragen. Die gibt's nicht bei mir. Die müsst ihr Lena fragen. Sprungturm, der ist, glaube ich, von dem... ich weiß es nicht. Vom Zeit für Freunde. Okay, sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, next one, damit wir noch ein, zwei schaffen. Saria! Saria. Wow. Twitch-Baby! Dankeschön, Saria, für 9 lange Monate. Twitch-Baby! 1000 Dank. Auf der PlayStation kannst du alles mal wie am PC auch. Verrückte Welt, du verrückte Welt. Dankeschön, Sari, und herzlich willkommen. Und MSFB03, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Darf ich vielleicht kurz für kleine Mädels gehen, bevor wir weitermachen? Tina, morning. Schön, dass du da bist. Ich werde dich updaten gleich. Wenn wir mit der Legacy starten, date ich euch nochmal ab. Hallo, Lini. Endlich ist das Baby da. Wie wollen wir es nennen, Sari? Ich gehe schnell Pipi machen und du überlegst dir einen Namen, okay? Welches Sims-Pack könnt ihr mir empfehlen? Dina, wenn du kein Custom-Content hast, kann ich dir auf jeden Fall Nachhaltig Leben empfehlen, weil die haben super schöne Möbel. Ich wollte mich einfach bei dir bedanken, Sandra, dass ich hier sein darf. Du bist echt großartig. Freue mich, echt hier zu sein. Anni, danke, dass du da bist. Vielen, vielen Dank dir. Kann ich nur zurückgeben. Bin ich gleich dran? Ja, sobald ich vom Baby machen wiederkomme. Emote-Chat, ihr könnt alle Emotes rausballern, die ihr habt. Bis dahin bin ich wieder zurück. Ja, ich mache kurz Pipi. Und bin gleich wieder bei euch. Und ihr ballert die Emotes raus, die ihr habt, okay? Das ist ein super Deal. Bis gleich.
Seid ihr noch da? Hallo? Hallo? Seid ihr noch da? Oder seid ihr weggegangen? Einfach weggegangen, wenn ich Pipi machen gehe. Die ist ja immer noch voll da, die Sonne. Wieder runtergehen! Weißt du, da sperre ich halt die Sonne aus. Ey, ist ja eigentlich voll schön, dass sie da ist, aber sie blendet leider ein bisschen. Oh, du süße Lena, danke dir. Franzi, hallo. Und Lia Koch, hallo. Blue, hallo. Lisa Doc, hallo. Unser Baby heißt Tiana. Oh, das ist süß, Aria. Das ist eine schöne Entscheidung. So, meine Lieben. Hallo, Letizia. Und TT, willkommen nochmal. Gut. Also, die Musik nervt mich, ne? So, next one. Wen haben wir da? Lara, bist du da? Das ist ein Modern Beach House. Ich habe mir gedacht, dass dieses Haus von einer Familie gekauft worden ist, weil ein Mädchenzimmer vorhanden ist. Die Familie fährt im Sommer immer zu diesem Haus. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Ja, Caffinity, das kann passieren. Das kann passieren, dass der Bauch dann größer ist. Gnu-Fan, hallo. Man sieht einfach Schnee, das ist doch lächerlich, ey. Ist doch lächerlich. Bruce Lee? Wir wollen Bruce Lee. Wollt ihr das Bruce Lee-Lied? Dann mache ich an. Wenn ihr das Bruce Lee-Lied wollt, mache ich das natürlich an. Da kenne ich nichts, Leute. Wo ist das? Bruce Lee? Juliana, Obi, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Uiuiui. Warum erschrecke ich? Die Kopfhörer sind anders. Das ist super laut immer, ey. Lena Luisa, danke schön für deinen Sub. Oh, sogar 2 Monate im Voraus. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Und willkommen, also in der Fizzle Community bist du ja sowieso, aber willkommen, dass du subst. Dankeschön. Tausend Dank dir. Und Gnu-Fan, dankeschön für dein Follow. Okay, also, das sieht tatsächlich nach einem sehr sterilen Beachhaus aus. Finde ich, wenn jetzt nicht so Lani drumherum wäre, würde ich vielleicht sogar sagen, es ist eher ein Stadthaus. Wo ist die Eingangstür? Wir schauen gleich. Wir gehen jetzt erstmal durch und dann schauen wir uns die Sachen an, die ihr sehen wollt, ne? Gele Meile, Morning! Okay, dann gehen wir mal rein. Gucken wir uns mal von innen an. Kick you see like Bruce Lee. Düt. So, marschieren wir mal rein. Und Lena, Luisa, hallo nochmal, ne? Hallo. Wow, okay, das sieht schon sehr einladend aus drin. Hier haben wir eine kleine Garderobe an der Seite. Hier wäre vielleicht noch so ein kleiner Läufer cool gewesen, so ein kleiner Teppich. Sehr schöner Esstisch, die Küche feiere ich jetzt schon. Mega Küche. Richtig, richtig schöne Küche. Ist halt sehr groß, aber mega nice, ne? Also hier kochen, hätte ich sofort Bock drauf. Also die gefällt mir richtig gut, die Küche. Sehr gut, Lulu. Sehr gut. Wow, sehr, sehr schönes Badezimmer. Ich finde es auch cool, wenn ihr die Toiletten immer in diese Nische macht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch schön, dass du... Ah, da fehlt das Waschbecken. Ah, nee, da sind drüben Waschbecken. Ah, hier. Hä? Ach so, das ist so eine Anrichte, sowas. Okay. Schön. Einfach nur schön. Gefällt mir. Ich drück dir die Daumen, Tabea. Und Puffy Susi, das ist ja ein schöner Name. Herzlich willkommen bei uns. Süß hört sich das an. Puffy, darf ich Puffy sagen oder soll ich Susi sagen? Oder Puffy Susi? Ich sag beides, wie du willst. Aber Puffy klingt ja mal ultra süß.
Puffy. Wow, was ist das denn Geiles, bitte? Oha, richtig schöne Galerie. Sieht schön aus. Richtig schöne, offene Galerie. Also das ist toll geworden. Lea, das gefällt mir... Lara, das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Okay, dann gehen wir als erstes raus hier. Ja, gemütliche Terrasse für eine Familie, die dann hier zusammen grillen wollen, ins Wasser springen können. Sehr, sehr schön. Auch hier nochmal mit dem offenen Meer. Schön, schön. Das glaube ich dir nicht, Anna. Dann machst du das nächste Mal mit und zeigst uns, was du Schönes baust, ja? Stracciatella, hallo, willkommen wieder. Schön, dass du reinschaust. Geht's dir gut? So, und hier haben wir ein Büro, okay. Oh, das ist halt eine Wahnsinnsgalerie, ey. Das gefällt mir richtig gut. Eine kleine Area zum Bücherlesen. Area. Ich habe Area gesagt. Naja, okay. Dann haben wir hier nochmal ein Badezimmer. Oh, ich liebe das mit diesem Schwarz, gell. Das gefällt mir so gut. Schön, schön. Einfach nur schön, schön. Sehr gut, geht's mir sehr schön. Jedes Haus hat irgendwas, was ich total mag. Ja, geht mir auch so. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ach, das ist ein Spiegel. Wow, ich hab's nicht gerafft, dass das ein Spiegel ist. Ich dachte mir so, hä? Schönes Schlafzimmer. Sehr, sehr schönes Schlafzimmer. Oh, mit einer hier Terrasse. Ich glaube, die Pflanzenbeete braucht man dann halt nicht, wenn es ein Ferienhaus ist. Aber das hier ist der Wahnsinn, ne? Richtig schön. Ja, Lamagnu, ich würde sagen, es ist vielleicht nicht unbedingt ein Ferienhaus. Ich würde behaupten, es ist doch eher ein Familienhaus statt ein Ferienhaus. Aber es ist super schön auf jeden Fall. Das ist heftig pink. Das ist heftig pink. Aber schön. Für ein Mädchen oder ein Junge, Jungs können auch pink mögen. Ja, ja, doch, doch. Richtig schön. Gefällt mir. Aber die Galerie ist mein Highlight von dem Haus hier. Wir gehen jetzt nochmal kurz nach außen. Also was... Ich will mal ganz kurz schauen, wie das Haus aussehen würde, wenn man das mit Holz machen würde. Ob das mehr nach einem Ferienhaus aussehen würde, nach einem Solani-Haus. Nur ganz kurz gucken. Ja, es sieht super modern aus. Also als Ferienhaus würde ich es, wie gesagt, nicht nutzen, aber als Familienhaus fände ich es richtig schön. Also ich fände es richtig schön, hier eine Familie wohnen zu lassen, aber nicht unbedingt, um Urlaub zu machen. Lieber so für immer. Das ist ein Für-immer-Haus. Oh, da muss ich wieder meine schöne Serie denken. Ein Für-immer-Haus ist das. Wer kennt dieses Für-immer-Haus? Oh, verstehe, Sarah, verstehe. Fast so pink wie mein Haus. Upsi. Franzi Herz, dankeschön für den vollen herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Wie cool der Spiegel einfach ist. Ja, und ich dachte, das wäre einfach ein doppeltes Zimmer. Hab's nicht gerafft, ne? Lina, hallo! Falls ich nicht schon Hallo gesagt habe, ich glaube aber nicht, du. Gilmore Girls, haben die offen für immer Haus? Ich weiß es nicht. Hab's gelesen, Tabea. Ja, musst du mal gucken, ob du das kriegst. Vielleicht eher zum Geburtstag oder so. Oder zu Ostern. Nee, nee, Vicky, wir machen einmal eine Tour und ich lade es aber auf YouTube hoch. Du kannst es da gerne auch nochmal anschauen. Ja, Olaran. Olaran, doch. Ja, 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 ja. Bei Bly Manor war das. Bly Manor, Manor. Ja, genau. Das für immer Haus. Okay, schön. Danke, dass wir uns dein Haus anschauen durften. Dann würde ich sagen, aktiviere ich jetzt direkt noch einmal... Wir gucken uns noch drei weitere an. Das schaffen wir von der Zeit her. Aber wir machen erstmal zwei. Ich glaube, dann wird es doch nicht so knapp bis 12. Beach House Nummer 4. Warte mal, das waren doch jetzt erst 4. Habe ich irgendwann vergessen? Ach so, nee, alles gut. Ich habe es nur nicht hier reingeschoben. Beach House Nummer 5. Lara. So, ich habe das eine nur nicht da reingeschoben. Das von Lena allein. Beach House
Nummer 4 war Lena. Gut. Woher ist die Haustür? Die Haustüre ist von... Schauspieler, werde berühmt. Bei Für immer Haus muss ich immer an den Film mit dem Briefkasten denken, wo sich zwei Leute aus unterschiedlichen Zeiten schreiben. Hä? Weiß nicht, ja, was meinst du? Mega-Serie, ja, war richtig gut. Ja. Komm ich noch meinen Kaffee und dein Frühstück? Ja, sehr schön, Linguine. Wieso sind da so viele Follows? Wo war ich denn jetzt? Mira Music, danke für dein Follow und herzlich willkommen. So. Haus am See. So, seid ihr bereit? Ich aktiviere es noch. Melli, bist du da? Melli, du wolltest doch auch unbedingt noch ein Ticket. Bist du da? Hamsterlele, hallo. Ich aktiviere es jetzt. Jetzt können nochmal zwei Leute von euch ein Ticket holen. Zwei machen wir noch heute. Ab jetzt. Okay, die Ella und die Sarah haben es eingelöst. Supi dupi. Okay, okay. Dann machen wir jetzt noch zwei. G3N. Da war ich, bei dir war ich auch schon mal drin. Weil mit deinem Namen war ich ein bisschen überfordert. Daran erinnere ich mich noch. Strandhaus. Welches ist es denn? Strandhaus oder Ferienhaus? Krischi! Dankeschön für 100 Bits. Liebe aus dem Lurk. Danke dir. Fienchen, hallo. Ja, ich glaube, dass Melli gerade nicht da war. Kannst du mal Hochdeutsch sprechen? Also, Entschuldigung, ich spreche schon recht gut Hochdeutsch, würde ich behaupten. Na? Also, ich spreche jetzt nicht wirklich viel Dialekt. Das geht schon in Richtung Hochdeutsch. Ja, vorbei, Franzi, vorbei. Ja, bei mir steht, ich habe zu wenig. Ja, jetzt geht's auch nicht mehr, Lea. Jetzt ist vorbei. Oder schaust du auch die Flauschis an oder die Fussel? Kannst du mit starkem Dialekt reden? Geht gar nicht, Jette, weil ich das nicht gelernt habe. Oh, ich war da, meine Flauschis irgendwie nicht ausgegeben. Hä? Es kann aber sein, dass die anderen beiden zu schnell waren, Melli. Es kann sein, dass sie schon gedrückt haben, dass deswegen dann die Fehlermeldung kam. Wir waren ja super schnell. Ich habe es angeschaltet und schon waren zwei drin. Also, das geht immer super, super schnell. Aber Melli, mach doch einfach schöne Fotos und lad's im Discord hoch. Ich schaue mir die dann auch nochmal an. Vierlinge? Ach du grüne Neune. Oh, Krischee, stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich bin gar nicht hier geboren. Ich bin ja in Unterfranken geboren. Und da spricht man auch nochmal einen anderen Dialekt. Und meine Mom und mein Papa, die haben immer dafür gesorgt, dass ich nicht so Dialekt spreche eigentlich. Deswegen, ich spreche gar nicht so viel Dialekt. Ich habe nur so ein paar Wörter, die ich immer wieder sage, die mir halt immer in den Kopf kommen. So, wo sind wir denn jetzt? Wer ist denn dran? Wo bist du? Ella, 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 Ella. Einmal Ella bitte, Ella, einmal Ella bitte. Du kommst aus Unterfranken? Ja. Aus der Nähe von Aschaffenburg. In einem Dorf. Klein, 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 kleines Dorf. Du kannst dir aussuchen. Dann nehmen wir das da. Bin in Aschaffenburg aufgewachsen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Was?
Nicht dein Ernst, wie lustig. Also wie gesagt, ich komme nicht aus Aschaffenburg. Das ist schon nochmal 20 Minuten entfernt. Aber das ist ja auch kein Weg, ne? Also, aber das Kaff kennt in der Regel keiner, deswegen. Also nee, Miltenberg. Miltenberg kennst du bestimmt. Ganz nah an Miltenberg. So, also, warum liegt da einfach so ein Ding da? Das machen wir mal weg, ne? Okay, also auf den ersten Blick auf jeden Fall schön. Wobei es mich auch wieder ein bisschen mehr an ein Wohnhaus erinnert, statt an ein Ferienhaus, muss ich sagen. Es ist ein bisschen mehr Wohnhaus für mich. Auf den ersten Blick zumindest. Kann mir jemand Motivation geben? Kommt drauf an, für was? Miltenberg fahre ich immer durch, wenn ich zu meiner Familie fahre. Echt, Jenny? Meine Mutter, nicht dein Ernst, Klischee. Leute, verarscht mich nicht. Wie heißt das, Kaff? Mara, kennst du Miltenberg? Goldadler, hallo! Und Bummelrunde, hallo! So, sind wir hier richtig? Jetzt versammeln sich alle Aschaffenburger hier. So witzig, ey. Die Aschebecher! Die Aschebecher! So, wir gehen jetzt mal hier rein. Okay, okay, okay. Der Weg gefällt mir gut. Ich mag Sandwege. Deine Lieblingsfarbe? Ein bisschen rosa? So altrosa mag ich total gern. Wohne auch irgendwo. Witzig. Leni, hallo! Ey, Jenny, dann können wir ja mal zusammen heimfahren. Ich weiß, wo Sandra wohnt. Ja, du weißt, wo ich jetzt wohne, oder, Dinolein? Aber nicht, wo meine Mama wohnt. Wo ist denn Nürnberg? Ah, ja. Mhm. Okay, wo ist denn der Eingang hier? Ist das da oben? Ist das hier der Eingang? Oh, das ist ja auch cool mit dem Pool hier direkt. Gerne. Torbi, das machen wir. Das machen wir. Wenn ich es schaffe, dann gerne. Tino, dann mach mir keine Angst, Alter. So, dann gehen wir mal hier rein. Okay, das ist ein sehr, sehr schöner Eingang auf jeden Fall. Sieht super, super schön aus. Ich mag diese Kombination mit diesen Möbeln total gerne. Und hier ist direkt die Dachterrasse. Oh, du hast sogar das Tablett aus Wasser gestellt. Wie toll. Schwebendes Tablett. Toll, 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 toll. Richtig schön. Sehr schöne Dusche. Gefällt mir. Also ein kleines Badezimmer. Es ist halt sehr schlicht. Ich hätte mir hier vielleicht noch einen kleinen Teppich gewünscht und ein bisschen mehr Farbe. Ein bisschen mehr Farbe vielleicht. I don't know. Hallo. Okay, wo geht's denn jetzt lang? Nach oben. Huch. Okay. Oha, das ist auf jeden Fall mutig von der Farbe. Oh, süß. Ein kleines Kinderzimmer mit dabei. Das ist natürlich schön. Und eine kleine Terrasse. Auch schön. Aber wo ist denn jetzt eine Küche und so? Das verstehe ich gerade nicht. Ich suche gerade die Küche. Ach, da unten. Ah ja. Oh, ein Aquarium. Oh, wow. Riesige Küche. Okay, das ist schön. Ah, das ist sogar offen hier. Das gefällt mir. Du hast an den Kinderschuh gedacht. Auch schön. Schön, schön, schön. Das sieht sehr gemütlich aus. Hier zu essen ist bestimmt toll, du. Guckt euch diese Aussicht an. Ja, das ist ein bisschen lang, Dino. Aber irgendwann schaffen wir das mal. Irgendwann schaffen wir das. Was ist das für ein Boden? Meinst du diesen Holzboden, Wolfi? Aus welchem Pack ist das? Ich schau gleich. Ich schau gleich. Ich mache den Rundgang noch zu Ende. Dann schaue ich, was ihr sehen wollt. Ah, okay. Dann geht's hier wieder raus. Sehr schön. Dann lass uns mal den Boden angucken. Das ist... Ich glaube, das ist kein Custom Content, obwohl das jetzt da angezeigt wird. Das ist kein Custom Content, Leute. Ihr könnt mal danach suchen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so angezeigt wird, aber das dürfte kein Custom Content sein. Lea! Den Glasboden, der ist vom Solani-Pack, Emily.
Einen wunderschönen guten Tag, rotes Herz. Lea, vielen, vielen, vielen Dank für 5 Monate. Dankeschön für deinen langen Support. Und willkommen zurück im nächsten Monat. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und wo ist das Besteck? Debug. Debug, glaube ich. Die Kommode am Eingangsbereich. Die ist neu dazugekommen mit dem Update, mit dem letzten. Die ist neu dazugekommen fürs Basisspiel. Sandra, hallo. War da ein Wohnzimmer? Ja, jein. Also hier ist ein Wohnbereich. Also ich finde, es wirkt eher ein bisschen mehr wie ein Wohnhaus, anstatt wie ein Gästehaus, also wie so ein Ferienhaus. Aber es ist schön. Also es gefällt mir. Es ist nur eher ein Wohnhaus. Ich würde eher sagen, dass hier eine Familie einziehen sollte und nicht unbedingt Urlaub macht. So. Aber schön geworden. Auf jeden Fall schön. Hast du schön gebaut, Ella. Das Aquarium, ich glaube, das ist vom Gastropack. Wie heißt denn das schon wieder? Gaumenfreude. Ja, geht immer super schnell, Sandra, geht immer super schnell. Josi, hallo, schön, dass du da bist. Oder Josie, ne? Josie, ich sag immer Josi. Komisch werdet ihr jetzt, ich war nicht weg. Bilder im Eingangsbereich. Debug. Okay, schön. Dann gucken wir uns noch das letzte an. Das ist von der Sarah. Von der Capri-Sonnen Sarah. Sarah, die Capri. Kein Caps Lock, Gnu. Kein Caps Lock. Emilia. Wieso soll ich Emilia sagen? Was ist der Zweck dahinter? So, Ferienhaus für Sandra. Oh, das ist aber auch schön hier, du. Mhm. Okay. Oh, die Palmen sind echt cool, ne? Bist du überhaupt da? Sarah, bist du da? Da oben ist sie, ja. Ey, gerne, Torbi, gerne. Mach das mal. Pommesmaschine zeichnen, wie geht das denn? Josie, ist völlig egal. Ich höre auf beides. Okay, sehr gut. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt, Josie zu sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, also ich bin direkt geflasht, weil du wieder so schöne Blümchen verwendet hast. Ich bin direkt so, oh, Blümchen, die Wahl. Ich muss schon wieder Pipi, das gibt's doch nicht. Ich trinke zu viel Tee, ey. Tati, hallo. Willkommen zurück, Magda. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal rein, ja? Seid ihr bereit? Also sehr schön mit den ganzen Blumen. Auch hier unter der Treppe gefällt mir richtig gut. Und ich mag das immer, wenn ihr Blumen platziert, dass ihr darunter so ein bisschen Erde macht. Das gefällt mir immer richtig gut. Milli, hallo. Willkommen zurück, Magda. Schön, dass du wieder da bist. Die Farbkombi von außen ist schön. Ja, gefällt mir auch. Wir gehen gleich nochmal um das Haus rum. Wir gehen jetzt erstmal rein. Hier auch wieder diese schönen Bilder verwendet. Oh ja, okay. Das schreit schon nach Solani hier, ne? Das war, glaube ich, ein Versehen, dass da was schwebt, oder? Überwachungskamera finde ich auch nicht schlecht, ja. Okay, die Küche ist einfach hell und freundlich. Das Regal geht halt über die... Ja, das ist wahrscheinlich, hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Wenn nicht sogar weggelassen. Ich glaube, das ist ein bisschen verrutscht vielleicht. Hast du Frame Drops? Ne, 0% tatsächlich. Ich habe gerade geschaut, als du geschrieben hast, dass du diese Meldung bekommen hast. Alles 100%ig am Start. Das sollte da nicht sein. Ja, macht nix. Okay, Hashtags für die nächste Challenge. Fussel, Fussel, Unity, Sandras Fussel. Oh, Sandras Fussel. Das ist ja süß. Hast du schöne Sachen überlegt, Torbi. Okay. Schöner Essbereich. Mag ich auch mit dem Bambus. Das gefällt mir immer richtig gut. Und ein kleiner Wohnbereich. Hier hätte ich vielleicht doch noch eine Couch hingemacht, einfach damit es ein bisschen wohnlicher wird. Und vielleicht noch einen Schrank unter den Fernseher gemacht.
Und wenn, dann YOLO-Modus. Oh, das sieht auch schön aus. Cool, schönes Badezimmer. Ganz freundlich, viele Farben. Zumindest also nicht viele Farben im Sinne von Wandfarben, sondern mit den Bildern und der Pflanze sieht es schön aus. Gefällt mir. Okay, steht die nächste Challenge schon fest? Nö, machen wir gleich. Suchen wir uns gleich raus. Das ist auch schön. Ich liebe diese Dinger da. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Ist schön auf jeden Fall. Oh, guck mal, da hast du dich mit der Farbe ein bisschen vertan hier bei dem Boden. Aber das ist ja nur ein Klick, das zu ändern. Schön. Echt schön. Jetzt ist meine Playlist leer. Schade. Ich mach schnell wieder Play. Moment. Wir wollen... Was ist da? Ein extra Insta-Account. Ja, genau. Daniel, genau. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Schön, kleines Büro, damit man mal ein bisschen googeln kann oder surfen kann. Ein bisschen Sims spielen im Urlaub. Finde ich schön. Auf Solani wäre ich jetzt auch gern. Ey, True, da sagst du was. Du, ich auch, ne? Schönes Schlafzimmer. Schönes Schlafzimmer mit einem Badezimmer. Juhu! Oh, hier fehlt vielleicht noch ein Teppich. Da würde mir noch ein Teppich fehlen. Schönes Badezimmer. Schön, schön. Kariek, danke für dein Voll und herzlich willkommen. Dieser Glasboden, bei welcher Kategorie finde ich den denn? Filter mal nach den Solani-Bauelementen, also nach den Solani-Sachen, Josie, und da solltest du es eigentlich finden. Bis jetzt gefällt mir das schwedische Haus am besten. Echt, Dina? Ich kann mich gerade noch gar nicht entscheiden. Und noch ein kleineres Zimmer, für ein Kind wahrscheinlich. Schön. Schön, schön. Mhm. Ja, ja, schön. Dann gehen wir jetzt nochmal auf die Terrasse raus, beziehungsweise vors Haus am besten. Sandras Fussel hat gewonnen. Kannst du das in die Gruppe schreiben, Torbi, damit ich das nicht wieder vergesse? Ich trinke sofort Blackpink. Gib mir eine Sekunde. Und Johanna, hallo. Ich weiß es nicht, Merle. Ich könnte es nicht. Kann ich bitte einziehen? Einfach in der Galerie runterladen und einziehen. Es steht schon bereit. Sehr schön gebaut. Also mir gefällt... Also womit ihr mich immer beeindrucken könnt, ist das hier. Sowas hier. Ich finde das so schön, wenn die Pflanzen da sind. Richtig, richtig schön. Das macht das alles so viel freundlicher nochmal. Ach, guck mal, da ist sogar ein Basketball-Dings. Die Chrissy, dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen. So, Blackpink, auf dich, ein Schlucki. Und Helena, hallo. Danke, Torbi. Schön. Ja, haben wir uns 7 Häuser heute angeschaut. Das ist ja wunderbar. Und von 1 von den 7 werde ich jetzt behalten. Jetzt muss ich aber erst nochmal gucken, welches wir behalten wollen. Gar nicht so leicht, du. Oh, wartet mal. Warte mal, wo sind die denn jetzt nummeriert? Ich hab die jetzt falsch nummeriert, ne? Also, wir gucken uns jetzt nochmal kurz an. Ich bin nur ein Test, beachtet mich nicht. Was? Okay, also ich gucke jetzt mal, welches mir am besten gefällt und welches wir platzieren wollen. Ganz schwierig. Also mir hat das hier sehr gut... Ach, mir haben eigentlich alle gut gefallen, ne? Ich glaube halt, dass das hier für unsere Familie am besten passt, weil wir hier genug Platz haben. Meeting beendet. Sehr schön. Ah, schwierig. Melpupsi, hallo.
dass sie waren alle schön. Jedes Haus hatte auf seine Weise Highlights. Also ich muss wirklich sagen, ihr habt das wirklich, wirklich toll umgesetzt. Ich glaube, dass mir das hier aber tatsächlich am besten gefällt. Allein schon, weil es einfach groß ist und wir viel, viel Platz haben. Deswegen werden wir das jetzt benutzen für uns. Oh, wobei das hier, oh, das ist echt schwierig, Leute. Das ist nämlich auch super, super schön. Ich finde halt, Ace Joker, wäre es denn okay für dich, wenn ich... Ah, wie finde ich dich denn jetzt nochmal? Wäre es denn okay für dich, wenn ich nochmal gucke, ob wir eventuell die Außenfassade nochmal anpassen? Ich will nur mal gucken, wie es mit einer anderen Farbe aussehen würde. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Holzton benutze. Wenn es nach nichts aussieht, mache ich es direkt wieder rückgängig. Nur mal gucken, wie das aussehen würde. Oh, Lenchen, Wahnsinn, oder? Voll cool, hey, voll cool. Also das gefällt mir schon. Wobei, nee, wir lassen die Farbe, Leute. Wir lassen die Farbe. Das passt ja auch, ne? Das ist es. Das ist mein Favorit. Wie gesagt, alles schön, aber das ist mein Favorit. Wir werden hier später mit... Also wir starten ja jetzt mit der Disney... 12.02 Uhr. Ist das nicht perfekt? Wir starten jetzt gleich mit der Disney Legacy und dann werden wir hier den ersten Urlaub verbringen. Wir werden jetzt nur noch ausmachen. Ja, das stimmt, Jenny, das stimmt. Ja. Make me Supergirl, hallo. Mir gefallen alle. Ja, echt schön, oder? Echt schön. Ich würde jetzt sagen, dass wir noch entscheiden, was wir als nächstes machen. Momo, hallo. Hallo, hallo. Was wollen wir denn als nächstes bauen? Wir hatten jetzt eine Shell-Challenge, wir hatten jetzt ein Strandferienhaus, wir hatten eine Riesenvilla. Angie, Morning, Tierklinik. Nee, solche, also ich würde jetzt tatsächlich wieder auf Wohnhäuser gehen. Apartment-Renovierung. Du meinst von einem, Andi, meinst du von einem bestehenden Apartment? Also von zum Beispiel von Nachhaltig Leben oder wo meinst du? Nee, Leni, wir haben keine Urlaubslocation ausgemacht bisher. Fitnessstudio. Ich habe nur 7.000. Naja, bis zum nächsten Mal schaffst du das doch. Ja, ein Apartment. Apartment. Das heißt, ein vorhandenes Apartment umbauen. Ich meine, da können wir auch... oder meint... Oh, okay. Apartment finde ich cool. Ja, San Mai Shuno finde ich auch cool. Ich würde sagen, lasst uns ein Apartment umbauen. Base Game hatten wir nämlich erst. Lasst uns ein Apartment umbauen. Magda, generell kannst du immer mitmachen, außer es betrifft halt, wie jetzt das hier zum Beispiel, wo wir auf Solani bauen müssen. Ich glaube, die nächste Challenge wird in San Mai Shuno stattfinden. Das heißt, da wird es dann auch schwierig, wenn du nur Base Game hast. Aber wir machen demnächst auch wieder ein Base Game Haus. Und dann kannst du auf jeden Fall mitmachen. Da würde ich mich freuen. Wir hatten noch kein Base Game. Echt nicht? Hatten wir noch kein Base Game? Naja. Ich kann mir das nicht mehr merken. Vielleicht sollten wir das mal aufschreiben, Leute. Ich kann mir das nicht mehr merken. Celine, hallo. Starterhaus, stimmt. Wir hatten ein Starterhaus. Ah, das kann sich doch kein Mensch merken. Also ihr halt. Ihr könnt euch das halt merken. Ich kann mir das halt nicht merken. Ne? Ein Park wäre auch schön, das stimmt. Ich schreibe Ihnen mal eine Liste. Oh, danke. Okay, dann lasst uns... Also, hier, das wird auf jeden Fall bleiben. Können wir das jetzt nicht sogar direkt in Ferienhaus umändern? Wie ändere ich denn das jetzt nochmal? Mietobjekt. Dankeschön. Dann machen wir Abendrot. Dann machen wir... Ruhe und Frieden. Und romantisch. Okay, dann speichern wir das Ganze jetzt hier an der Stelle. Und dann schauen wir mal, welches Apartment wir umbauen, Leute. Erst Apartment, dann Base Game. Ja, ja, ich würde jetzt schon beim Apartment. Wir gucken jetzt mal. Ich weiß noch nicht, welches Apartment wir nehmen. Schauen wir mal.
Eine Waldhütte. Oh, das fände ich auch schön, Ella. Magst du das mal bis zum nächsten Mal merken, dass wir eine Waldhütte bauen könnten? Okay, Sanmai Shuno. Boah, welches denn? Da gibt's so viele. Und Kino wäre auch cool. Danke, Jenny. Ich bin die Schwester von Mariella. Hallo, Helly. Wann starten wir die Disney Legacy? Jeden Moment. Ich will nur ganz schnell noch ein Grundstück festlegen, das wir zum Bauen benutzen können. Ich würde halt schon ein großes Apartment nehmen, was wir umbauen. Fran, danke für dein Voll und herzlich willkommen. Sehr gut, Melli. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Mit den Stockwerken. Warte mal, bei welchem? Bei dem da? Ah ja, gut, das ist halt das Größte, ne? Das ist ja schon fast ein Haus. Nee. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht das hier. Medina Studios Apartment vielleicht? Vielleicht das hier? Noch eine Bau-Challenge? Für mich oder für die Community, Dinoline? Ja, dann postet es doch direkt mal in die Gruppe. Helly, ich hab's schon gelesen. Ich hab schon Hallo gesagt. Ein kleineres vielleicht. Das hier. Oh, Miona, hallo, gute Besserung. Ich würde echt das da nehmen. Mir gefällt es gut. Ja, wie finde ich denn die Nummer? Wie finde ich denn die Infos dazu? Ui. Lea Mausi! Küsschen! Küsschen zurück! Oh, 4 Monate! Dankeschön, Lea, für 4 Monate, meine Liebe. Danke, danke, danke. Dürfen wir die Wände umbauen? Ja, ich würde sagen, das Apartment gehört euch. Also, wir nehmen Medina Studios Apartment. Das ist 930 Medina Studio. Echt jetzt? Warte, ich kopiere mir das direkt an die... Woher sehe ich denn das? Ah. So, dann schreibe ich das doch direkt mal auf. 930 Medina Studios. Oh, cool. Pimp My Boah, jetzt kann ich wieder Apartment nicht schreiben, gell? Meine Güte. Apartment. Okay, passt. Pimp My Apartment. In San My Shuno. San Mishuno? Und zwar das hier. Media Studio 930. Okay. Bis gleich, Dinoline! Ohne CC. Ja, immer ohne CC Momo, weil sonst ist das für die meisten ein bisschen schwierig. Aber du kannst das nicht ersetzen, oder? Ist, glaube ich, zu kompliziert. Nee, ist gar nicht kompliziert tatsächlich. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Das ist das hier, wenn wir da mal reingehen. Ups, falsch.
Das kann man gut hochladen, Linguine. Genau, ihr müsst halt eine Lücke lassen. Ihr müsst eine Lücke lassen bei den Räumen. Es gibt einen Trick, also ihr solltet das natürlich nur machen, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Aber ihr könnt ja, wenn ihr im Baumodus seid, Räume markieren. Ne? Ihr könnt zum Beispiel sagen... Wow, das klappt ja wirklich super hier. Lädt gar nicht, ne? So, das ist immer ein Raum sozusagen, ne? Der markiert euch immer diesen Raum hier. Damit ihr aber das ganze Apartment macht, müsst ihr immer die Wände weglöschen. Also ihr löscht praktisch, ihr lasst aus jedem Raum eine Wand weg. Ich weiß ja, dass die Wand dann dazu muss. Ich mache die euch dann auch wieder zu. Aber somit könnt ihr, wartet mal. Seht ihr das? Jetzt markiert ihr nämlich das ganze Apartment hier, außer dieses Zimmer hier unten. Da müssen wir jetzt auch nochmal eine Wand rausnehmen. Und dann markiert ihr das gesamte Apartment. Das heißt, ihr müsst einfach nur schauen, dass ihr überall mindestens eine Wand weglässt, dass jeder Raum offen ist. Und dann könnt ihr das ganz easy in der Bibliothek speichern als Zimmer speichern. Das ist dann praktisch ein großes Zimmer. Okay? Ihr müsst halt überall eine Wand rauslassen und ich, wenn ich das platziere, sehe ich ja, dass da eine Wand hin muss. Ich weiß ja dann, dass ihr das nicht vergessen habt, aber das ist ja dann Easy Street. Aber so könnt ihr das auf jeden Fall machen, dass ihr, deswegen hat da immer eine Wand gefehlt. Genau, Marenne, du kannst sie dann immer wieder hinzufügen, die Wand einfach. Und so könnt ihr es halt super easy speichern. Oh, dann kann ich, glaube ich, keine Plattform bauen, das erkennt er als extra Raum. Oh ja, Joker, dann musst du die Plattform leider weglassen. Kannst du das schon vorgegeben hochladen? Ich weiß nicht, das müsste ja in der Galerie zu finden sein schon. Das haben bestimmt schon hunderte Leute hochgeladen. Wie heißt das? Medina Studios 930, guck mal. Das ist auf jeden Fall schon da. Wenn es halt lädt, ne? Guck hier, da gibt es schon ganz viele Studios. Einzelne Räume oder halt das ganze Apartment. Genau. Den Grundriss dürft ihr verändern. Ihr dürft die Wände alle verändern. Ihr könnt auch alle Wände wegmachen, wenn ihr wollt. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass ihr beim Hochladen darauf achtet, dass ihr kein Zimmer verliert. Das heißt, achtet wirklich darauf, dass ihr eine Wand löscht, dass ihr den ganzen Raum speichert. Okay? Vielleicht erkläre ich das auch nochmal im Discord dann, wie das geht. So, okay. Dann würde ich sagen, starten wir mit der Disney Legacy, meine Lieben. Dann wisst ihr, was ihr beim nächsten Mal, wie viele Sims sollen reinpassen? Egal, wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Das überlasse ich komplett euch. Überlasse ich komplett euch. Ihr könnt ein Single-Apartment machen oder ein Mehrfach-Apartment. Ganz wie ihr möchtet. Ich überlasse euch alles. Ihr könnt modern bauen, ihr könnt irgendwie familienfreundlich bauen, ihr könnt singlemäßig bauen, alles was ihr wollt. Okay, dann würde ich sagen, beende ich erstmal das YouTube-Video. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich ein Follow, ich würde mich sehr freuen. Und schaut euch gerne das Disney Legacy-Video an, das jetzt gleich startet. Tschüss.